Für die Fastenzeit haben letzthin die Primarschüler sehr wertvolle Bilder und Gedanken mitgegeben. Hier sind ein paar davon. Die Ascheblume. Eigentlich sind alle echten Blumen Ascheblumen. Aus der Erde sind sie geworden. Sie wachsen und blühen und verblühen. Wenn sie auf den Kompost geworfen werden, werden sie zur Asche, zur Erde. Wenn wir aber eine Blume einem lieben Menschen schenken, dann kann sie zum Zeichen werden, Zeichen der Freundschaft, Zuneigung und Achtung. Selbst wenn die Blume schon längst zur Asche geworden ist, kann das, was wir mit ihr verschenkt haben, noch immer lebendig sein. Der Aschebaum. Wir sehen einen Aschebaum. Eigentlich sind alle Bäume Aschebäume. Aus der Erde sind sie geworden. Sie wachsen und werden groß. Wenn wir sie verbrennen, werden sie wieder zur Asche. Tag und Nacht wechseln sich ab, Licht und Dunkel, Sonne und Regen. Das Leben kommt und das Leben geht. Wir glauben, dass das Kreuz das Zeichen des Lebens ist und dass wir Menschen zum Leben berufen sind mit Gott. Der Aschemensch. Wir sehen hier das Bild eines Aschemenschen. Eigentlich sind alle Menschen Aschemenschen. Sie werden geboren und wachsen auf. Eines Tages sterben die Menschen, werden begraben und nichts Sichtbares wird übrig bleiben. Nur Asche, nur Erde. Aber das, was man nur mit dem Herzen sehen kann, das vergeht nicht. Das, was uns wichtig ist an unserem Mitmenschen, sein Wirken, seine Gedanken, sein Lachen, seine Liebe. Wir dürfen darauf hoffen, dass dieses Leben bei Gott Heimat findet, dass unser Leben bei Gott Vollendung findet. Mit unseren Augen sehen wir. Ich darf mehr auf mich selber sehen, mit mehr Aufmerksamkeit Vertrautes wahrnehmen, mit Staunen die Spuren Gottes in der Welt entdecken, in mich hineinhören, hören, was um mich herum geschieht, mit Aufmerksamkeit auf das hören, was andere sagen, mit Offenheit auf Gottes Wort hören. Mit unserem Mund reden wir. Welche Worte wähle ich? Was sage ich? Welche Worte helfen anderen? Welche Worte verletzen? Welche wähle ich, die andere aufrichten? Mit den Händen arbeiten. Vielleicht auch mal in allem Hin und Her zur Ruhe kommen. Die Hände in diesem Sinne in den Schoß legen. Eine Pause einschalten. Häufiger die Hand anlegen, um auch anderen zu helfen. Menschen in Not. Nicht nur hin und her rennen mit meinen Füßen. Bewusst den Weg zu einem anderen wählen,
der vielleicht lange schon auf einen Besuch wartet. Zeit haben, um für andere da zu sein. Wie Jesus den Kreuzweg gegangen ist, seinen Weg bewusst in Teilnahme mitgehen. Alle a güeti Zeit.